Einen schönen Gruß und Gruß an alle aus hier dem sonnigen Kroatien. Ich möchte euch teilhaben lassen, wie es an den Wahlen war. Ich dachte zuerst, man würde mich als Beobachter einsetzen. Doch am Ende war ich auch im Team, welches dann die Wahlzettel gezählt hat. Hier, damit es nicht, hier ist der Beweis, habe ich tragen müssen auf mir. Und ich muss sagen, alles ist ordnungsmäßig verlaufen. Und gerade deshalb, weil es ordnungsmäßig gelaufen ist, muss ich dieses Video drehen, weil ich denke, man wird von vornherein beschissen. Aber nun, erstmal, wieso bin ich hier bei den Bienen? Ich bin hier, weil es aus dem deutschen Kulturkreis kommt, dass man früher zum Bienenstock gegangen ist und man hat den Bienen alles erzählt. Der Honig war das Wertvollste, was man hatte, nach dem Vieh natürlich. Und Süßigkeiten und Süßes war sehr selten und auch kostbar. Und deshalb, weil der Bienenstock so wertvoll war, haben dann die Deutschen mit den Bienen gesprochen. Die haben den Bienen erzählt, wer geboren wurde, wer gestorben ist, wer heiraten tut. Also die ganzen wichtigen Sachen wurden den Bienen auch mitgeteilt, weil man dann dachte, man würde vielleicht mit der anderen Welt kommunizieren oder auch die Bienen würden das verstehen und würden das dann auch helfen. Weil die haben das ja auch, tun ja ihres dazu, damit wir halt zum Honig kommen. Und ich bin auch hier deshalb, weil ein guter Imker nur ein guter Herrscher sein kann, weil man in der Symbiose ist. Also man hilft der Biene und die Bienen helfen uns. Und das, was wir jetzt haben von Herrschern, das ist genau das Gegenteil. Man wird nur ausgenutzt, das Volk wird ausgenutzt, bis zum geht nicht mehr und irgendwann muss dann kollabieren, was auch natürlich tun wird. Und so wie die Politiker jetzt sind, würde das Volk, würden die Bienen im Winter verhungern, weil man denen den ganzen Honig halt wegrauben würde. Das Ganze mit den Wahlen, das war eine riesige logistische Arbeit. Jedes Dorf, auch das kleinste, musste 10 Leute haben, die dann das gezählt haben. Und diese Leute haben dann gesehen, dass alles richtig gelaufen ist und konnten es dann auch bestätigen, was ich auch kann. Also alles ging nach den Vorschriften und es wurde auch nicht betrogen. Aber die größte Betrügerei fand vorher statt. Also es ist sowas wie ein Spiel mit gezinkten Karten. Die Karten sind gezinkt und die Karten gezinkt haben, die Spieler, die müssen auch kein Ass im Ärmel haben, weil die von vornherein eine bessere Position haben als mit einem Ass im Ärmel. Die wissen ganz genau, wer welche Karten hat. Genauso ist es auch mit den Wahlen. Im Vornherein stimmt nichts, aber damit alle sehen, wenn gewählt wird, stimmt alles, damit man nicht sagen kann, es wurde beschissen. Es ist genauso wie mit dem Gorilla auf der Tanzfläche. Also die Leute werden aufgefordert zu zählen, wie oft sich die Tanzenden drehen und sind fokussiert auf die Drehungen. Und die sehen dann nicht den Gorilla, der dann durch die Tanzfläche hin und her läuft, weil die einfach einen falschen Fokus haben. Genauso ist es auch hier mit den Wahlen. Und man bekommt auch einen falschen Eindruck. Man könnte irgendwas verändern. Und durch die ganze Organisation, durch die ganze Mühe, wird einfach verdampft die ganze Energie ins Nichts. Und ist genau deshalb so auch gemacht, damit es nicht irgendwie nicht eine Funktion hat. Und die Leute, die man wählen kann, sind auch solche, die nichts verändern können. Die sind dann der Herausforderung nicht gewachsen, die dann halt nachher bekommen, wenn die auch ins Parlament kommen. Und die tun nur das bestätigen, was ihnen dann gesagt wird. Also
Eine Veränderung kann so nicht kommen. Und deshalb ist es halt so, wie es ist. Und was mir am meisten ins Auge stach, waren halt das Fundament der ganzen Wahl. Da läuft es schon schief. Und zwar gibt es jede Menge Gründe. Das erste ist, die ganzen Parteien haben sich falsch dargestellt. Wenn der Sinn des Wortes verloren geht, dann geht auch die Kultur zum Teufel, hat auch früher der Konfuzius gesagt. Und es können nicht die schlimmsten Verbrecher Wahlplakate haben, wovon Gerechtigkeit gesprochen wird. Also wird alles in den Dreck gezogen und man hat einfach irgendwie, man kennt die Leute und weiß, dass die nichts machen werden, außer es nur schlimmer werden kann. Das zweite sind dann die falschen Versprechungen. Es werden solche Versprechungen gemacht, die einfach den Leuten halt schmackhaft gemacht werden, aber die nicht realisierbar sind oder man sie nicht realisieren will. Also da müsste man irgendwie strafrechtlich verfolgt werden, wenn irgendwie Sachen verspricht, die man eigentlich noch einmal nicht einhalten kann oder auch nicht einhalten will. Und dann kommen wir zum Punkt 3. Das ist dann, die wahre Situation wird totgeschwiegen oder verheimlicht. Ich habe jetzt in meinen Videos die schlimmste Option vorgestellt. Das war der Verbrecher aus Lübeck. Und habe dann auch die beste Option vorgestellt. Aber es geht nicht um die beste, es geht um die weniger schlechteste. Der junge Mann, der sich auch kandidiert hat, der hat die ganze Situation mit dem Krieg totgeschwiegen. Er hat gemeint, es wird zu keinem Krieg kommen, wir sind eine zivilisierte Gesellschaft, wir sind fortschrittlich. Also den ganzen Schmarrn, der eigentlich unlogisch ist und auch unreal, weil er einfach nicht durch die Geschichte denken kann und auch nicht sieht, dass da Parallelen sind. Und dann haben wir Nummer 4. Man wird nicht strafrechtlich verfolgt, wenn man irgendwie auch dann an die Macht kommt und dann auch die Versprechen nicht einlöst. Und da haben halt die Hochstapler freie Hand. Die können machen, was die wollen. Und deshalb gehen Leute nicht zur Wahl. Und dann sind da noch die Vorschriften und auch die Gesetze, die Wahlgesetze. Also wenn man nicht wählt, bekommt dann die Partei, die an der Macht ist, halt eine Stimme von Nichtwählern. Und deshalb können sich die Altparteien so lange an der Macht halten. Also einem wird aufgezwungen, zu den Wahlen zu gehen. Und die Leute gehen nicht, weil sie keine gute Option sehen, wie man wählen sollte. Und dann, da stimmt schon das meiste nicht. Obwohl jetzt viele Leute wählen waren. Es gab etwa 50% mehr Wähler als vor 4 Jahren beim letzten Mal. In einem Dorf hier mit 300 Wahlberechtigten, da kamen 150 Leute wählen, also die Hälfte. Und letztes Mal kamen 100. Also um die Hälfte mehr Leute, die wollten was verändern. Da waren lange Schlangen in Zagreb. Aber man konnte nichts verändern, weil zu wenig Leute rausgegangen sind. Und zwar nur deshalb, weil es keine bessere Partei gab, die man wählen konnte. Die ganzen Optionen, die da waren, die wollten eigentlich noch ein schlimmeres Land, als wir es jetzt haben. Da gab es Kommunisten, die wollten die Gay- und Gender-Ideologie verschärfen und richtig Optionen, wo man eigentlich Angst hat, dass solche Leute jemals an die Macht kommen. Und dann fragen mich jetzt Leute und kommentieren, wieso machst du Idiot sowas? Wieso machst du das? Welchen Sinn hat es überhaupt, das zu machen? Und da möchte ich mal erklären, es gibt da gute Gründe dazu. Das erste ist die Erfahrung durch die Tatsache, dass du da warst. Also du warst genau da und hast da mitgemacht und weißt ganz genau, wie es war. Du bist nicht irgendwie jemand, der zuschaut, sondern du bist einer, der teilnimmt. Und wenn man jetzt
stirbt, man geht auf die andere Welt. Man nimmt kein Geld mit sich, man nimmt auch kein materielles Zeug mit, also keine Häuser, keine tollen Autos, kein Gold. Man nimmt mit sich die Erfahrung, die man halt hier gemacht hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir so viel Erfahrung wie möglich haben. Damit wir nicht hier, man sagt, wie der Kürbis im Maisfeld lebt, also der wird hingepflanzt, wächst dann und wird dann abgeerdet, also sinnlos. Also sinnloses Leben ist eigentlich kein Leben, weil man dann eigentlich umsonst hier ist und nichts versucht hat und auch nicht irgendwie tätig war, man hat auch keine Erfahrung gesammelt. Wie gesagt, also man muss Erfahrung sammeln und deshalb habe ich auch kandidiert als Präsident von Kroatien, weil ich die Möglichkeit hatte und ich habe gesehen, wie es wirklich ist. Und nun kommen wir dazu, also man stirbt, hat man Nutzen davon. Und wenn man halt überleben bleibt, hat man auch einen Nutzen davon. Wenn ich jetzt so sehe, in 10 Jahren, da bin ich vielleicht, falls ich überleben sollte, da bin ich vielleicht irgendwo in der Höhle, wie so ein Steinzeitmensch oder unter einer zerstörten Brücke am Lagerfeuer und muss dann den jungen Leuten erzählen, wieso es eigentlich dazu gekommen ist, dass das alles zerstört wurde und wieso es zum Teufel ging. Und da kann ich aus der ersten Hand denen sagen, wie es war und auch sagen, ich hätte versucht, alles, was möglich war, das zu verändern oder zu stoppen. Ich habe Buch geschrieben, ich habe da mitgemacht bei den Wahlen. Ich habe versucht und ich habe mich nicht versteckt. Also man wird da nicht irgendwie als Feigling angesehen, weil es nachher eine andere Gesellschaft geben wird bestimmt, wo eigentlich Feiglinge ausgesondert werden, wo die dann nichts zu sagen haben, sondern nur Leute, die sich wirklich einsetzen und die auch sich einsetzen können. Und ich muss auch den Leuten sagen, die Informationen übertragen, wo wir die Fehler gemacht haben, damit diese Fehler nicht wiederholt werden. Und was ich auch sagen wollte ist, als ich klein war, haben wir uns immer Geschichten angehört. Meist waren es Jagd- oder Anglergeschichten, Geschichten aus dem Krieg, haben mir die Eltern erzählt. Und der Unterschied zu euch ist der, ihr habt alles totgeschwiegen nach 45. Also bei Deutschen wird nichts erzählt, wird nichts weitergeleitet. Obwohl es auch, was wir mitbekommen haben, auch oft Lügenmärchen waren. Man hat uns gelogen, wie es wirklich war. Man hat verschwiegen, dass man Angst hatte. Man hat auch die Fehler verschwiegen, auch die Gefühle damals. Und das ist dann halt der Fehler. Man sollte sagen, wie es wirklich war, damit dann halt die Leute daraus lernen können. Denn sonst war alles umsonst. Was wäre da noch zu sagen? Ach ja, die Leute haben auch versucht, was zu ändern, also diesmal, manche, nicht alle. Und wir haben hier ein Stockholmer Syndrom. Die Mehrzahl der Leute hat immer wie immer gewählt, die Altparteien, und die werden es auch weiter so machen. Demnach kann man nur sagen, Wahlen sind sinnlos und nur eine Augenwischerei. Und wenn wir jetzt sagen würden, die Altparteien sind schuld, ist es auch falsch, weil die Gesellschaft schuld ist. Man sagt bei uns, wie der Schwein war, so wird der Schmalz. Wie die Leute sind, so ist auch da. Das ist doch die Machtstruktur. Und bei uns wollen alle jemanden bescheißen. Ich bin eigentlich dazu gekommen hier, ich wollte eigentlich Wahlbeobachter werden. Auf jeden Fall hat er mir gesagt, du bist Wahlbeobachter. Und das hat mir ein Kumpel gesagt aus Varaždin, ein junger Mann, der wollte auch was verändern. Wir haben uns vor 2 Monaten getroffen und haben gedacht, okay, wenn wir eine Partei gründen, sowas wie eine
kroatische AfD oder aber eine freiheitliche Partei wie die von Jörg Haider aus Österreich. Aber es war einfach nicht möglich. Du findest zwei Leute, die die Welt verbessern wollen, und der Rest, der denkt nur, wie die irgendwie Nutzen davon ziehen können. Und wir sind alle so eine Schmarotzergesellschaft und man kommt einfach nicht weiter. Da haben wir gesagt, okay, lassen wir es sein. Wir wollten es, wir haben es versucht, aber es ist einfach sinnlos und ist unmöglich. Und wenn man jetzt auf den geistigen Stand dann irgendwie nur irgendwelchen Nutzen haben wollen, dann wird es auch materialisiert. Also wie in den Wahlen. Da kommen wieder die anderen Schlechten an die Macht und das ist dann gewesen. Und alles dreht sich dann im Kreis rum. Und es war ja jetzt, die Wahlen waren am Tag des internationalen Zirkus. Ist wie in der Manege, wie im Zirkuszelt. Wie im magischen Kreis. Und eigentlich ist es auch ein magischer Kreis. Man wird einfach in den Kreis gesteckt, zieht die Show ab und das wäre es gewesen. Man kommt aus dem Kreis nicht heraus. Weil einfach die Wahlgesetze so sind, wie die sind. Und es ist unmöglich, was zu verändern. Also die Gesetze sind schuld. Und es war jetzt alles wie so ein Zaubertrick. Man hat uns irgendwie gezeigt, es geht nicht, ihr könnt nichts machen. Und ihr könnt nichts innerhalb dieses Kreises tun. Das ist die Pointe der Geschichte. Man muss dann außerhalb des Kreises kommen. Deshalb wollte ich auch nicht wählen, weil ich nicht irgendwie Gewissensbisse haben wollte. Und wie gesagt, die richtigen Probleme, die wurden gar nicht aufgeführt. Jetzt in den Wahlen. Man hat nicht darüber gesagt, dass wir mit Migranten geflutet werden. Und auch die ganzen Sammlungen hatten das erzählt, was Leute hören wollten, dass die Löhne gehoben werden, dass die Rentner größere Renten bekommen und ähnliches. Also nur Süßholz-Raspelei. Und keiner hat gesagt, wir wollen nicht in den dritten Weltkrieg, keiner hat gesagt, wir wollen aus der NATO raus, keiner sagte, wir wollen aus der EU raus, wir wollen die Kuna zurück. Und dann die ganze Toleranz, die jetzt hier ist, die führt einfach zum Untergang. Und ohne Toleranz, dann kommt erst der Aufschwung. Dann kommt man erst hoch. Jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Genghis Khan war auch nicht tolerant, weil sein Bruder nicht irgendwie einen Hasen, glaube ich, hat er geschossen. Der wollte den Hasen nicht mit der Familie teilen. Wollte ihn selber aufessen. Hat er den Bruder erschlagen. Eine ähnliche Geschichte haben wir mit Romulus und Remus. Romulus hat auch mit dem Flug eine Furche gezogen, hat gemeint, ich mache hier meine Stadt. Und Remus ist über die Furche gesprungen, hat sich lustig gemacht, was der für eine hohe Stadtmauer hat. Und da hat er den Bruder erschlagen. Und der Sinn der Sache ist, er muss den erschlagen, weil wenn er jemanden hat, der dann lästert, der dich irgendwie auffällt, bloße Dinge zu tun, dann kannst du die auch nicht machen. Und da ist Toleranz fehl am Platz. Ich glaube, das war es dann, glaube ich, für alle. Ich würde mich melden, wenn ich wieder etwas zu melden habe. Ich hoffe, wir drehen heute noch auf den anderen Kanal was auf Deutsch. Ich weiß es nicht. Und ich wollte nur sagen, es gab auch viele Beschwerden darüber, weil wir online auf anderen Kanal nicht mehr auf Deutsch drehen. Ich kann einfach die Leute nicht dazu zwingen, weil die alles eigentlich selbstlos machen, dass die dann auch auf Deutsch filmen. Und letztens kam dann halt die Situation, wo die plötzlich sagen, jetzt wollen wir was auf Deutsch drehen und da hast du kein Thema. Ich wollte eigentlich über die Imkerei ein Video machen, was man jetzt so machen soll, muss. Man muss halt die jungen Königen entfernen und so und ähnliches. Aber auf jeden Fall wollten die anders nicht drehen, weil die meinten, Imkerei wäre ein zu sinnloses Thema. Und würde ich keiner anschauen wollen.
Nun gut, ich ziehe mein eigenes Ding dann halt ab. Und wie gesagt, schon in anderen Videos, lernt dazu, tut euch weiterbilden. Und ich habe jetzt auch jetzt nur einen Bienenkasten, aber auf jeden Fall habe ich eine Menge dazugelernt in einem Jahr. Und es war kein Fehler. Es war kein Fehler, etwas über die Imkerei zu wissen. Und weil ich weiß ja schon das meiste über Angeln, Jagd, Falknerei, Tierdressur. Und ich kann nur allen anderen empfehlen, dich noch weiterzubilden. Solange es noch geht, solange ihr noch die Möglichkeit habt, von Leuten was mitzubekommen. Denn später werden solche Leute gefragt sein, die ein Wissen haben. Ich kann auch nicht mehr 20 Kilometer am Stück laufen, ist auch sinnlos, wieso überhaupt, wie im Krieg. Aber im Krieg habe ich das hier nicht gewusst. Also wir werden Leute brauchen mit Erfahrung. Und diese Erfahrung müsst ihr euch aneignen. Und es ist auch fraglich, wie viele dann noch überleben werden. Von den Leuten mit Erfahrung. Jetzt müssen wir so viele Leute wie möglich haben, die Erfahrung haben, damit das ganze Wissen nicht irgendwie verloren geht. Denn dieses Wissen, was wir haben, jetzt haben, es wurde in hunderten, wenn nicht auch tausenden Jahren weiterentwickelt, gesammelt und dann auch in der Praxis getestet, zum Beispiel hier die Imkerei. Und wenn dann solche Leute verloren gehen, dann haben wir das nicht mehr. Und da erinnere ich mich an die Geschichte mit Noah. In der Geschichte mit Noah ist ja auch aufgelistet, was für Fertigkeiten, also Kunstfertigkeiten und Wissen diese Leute hatten, die mit ihm in der Arche waren. Und es waren auch bestimmte Leute mit nützlichem Wissen. Also nützliches Wissen sammeln, dich aneignen, damit es nicht verloren geht.